Hier ist wieder das Wort zum Montag. Und heute habe ich mir wieder was vorgeknöpft. Und zwar in dem Fall die Seite Netzplanet. Ich denke mal, der eine oder andere wird vielleicht die Seite kennen. Netzplanet. Gibt es auf Facebook, gibt es auf Twitter und ansonsten gibt es Netzplanet noch im Internet ganz normal als netzplanet.net und auch so ein angeblicher Notfallblog, falls ja mal die Seite mal, keine Ahnung, angegriffen würde, sollte von linken Hackern oder sonst irgendwas so und so, ne? Okay. Ja, Netzplanet. Was ist netzplanet.net? Ja, das ist eine gute Frage. Es präsentiert sich selber als unabhängiges Medium, unabhängige Nachrichten, aber wenn man da mal richtig drauf guckt, also sehr unabhängig scheinen die ja nicht zu sein, oder zumindest hier im Geiste nicht unabhängig. Ja. Und ja, zudem steht Netzplanet im Verdacht, irgendwie so ein recht extremes Medium zu sein. Chai Kai hat ja schon seinen Followern darauf hingewiesen, dass Netzplanet von rechtsextremen betrieben wird. Was so gut sein kann. Also ich zumindest denke, dass sie zumindest rechtsradikal sind. Ich werde euch aber ein bisschen mal erklären. Ich habe 4 Punkte. So, Punkt 1 ist, wer steckt denn eigentlich hinter Netzplanet? Ja, das weiß keiner. Keiner weiß, wer dahinter steckt. Wenn man sich die Seite nicht mal richtig anguckt, stellt man nämlich schnell fest, die Seite hat kein Impressum und es gibt keine Kontaktmöglichkeiten. Das heißt, wer auch immer die Nutzer sind, die bleiben schön irgendwie dahinter am Bildschirm so ungefähr und man weiß eigentlich nicht, wer dahinter steckt. Es gibt keinen, den man anschreiben kann. Gibt's nicht. Man kann ihn nicht kontaktieren. Das Einzige, was man machen kann, ist, dass man anonym über PayPal dort spenden kann. Aber dann weiß man trotzdem nicht, wer dahinter steckt. PayPal wird mir sicher keinen Auskunft geben. Ja, und zum Zweiten, man kann auch einen Gastbeitrag verschicken, aber das ist mehr so eine Einbahnstraße, weil das ist eine so Form, die man ausfüllen kann. Aber ansonsten, ich denke mal nicht, dass man irgendwie eine Rückantwort kriegt. Also ist schon so eine Einbahnstraße. Man wird also nicht rausfinden, wer dahinter steckt. Da müsste man schon irgendwie die Seite hacken oder man müsste, ja, diese ganzen Justizbehörden müssten das mal machen. Aber die machen sich keine Mühe. Ich weiß nicht, ob die auch selber da Fenster haben, aber ist auch egal. Ich möchte gar nichts sagen. Fakt ist auf jeden Fall, Netzplanet hat kein Impressum, keine Registereinträge, nichts. Also ist ein Phantom. So, jeder muss zumindest irgendwie Impressum haben, wer da verantwortlich ist. Es gibt da dieses VISDP. Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes. So, scheint sich keiner verantwortlich zu fühlen. Und dafür, dass sie recht sind, scheinen sie auch irgendwo im Ausland angesiedelt zu sein, damit sie in Deutschland hier nicht irgendwas machen müssen. Bin ich mir nicht sicher. Ich habe da irgendwas gelesen. Irgendwo. Gut. So, Punkt 2 ist unabhängige Nachrichten. So, aber wenn man sich das jetzt mal anguckt, also unabhängig kann das nicht sein. Wenn man es jetzt mit Rheinische Post, Express oder sonst wie vergleicht, ja, wo sie alles kunterbunt durchhaben, vom Sport bis Tittenmädels bis Politik und Weltnews und regional, da fällt mir eigentlich auf, dass bei denen irgendwie nur, ja, 2, 3 Themen gibt. Zum einen Multikulti, die Asylanten bzw. ja, respektive Flüchtlinge, wo es momentan ja durch die Nacht schwappt, wo es ja schon gar keinen Tag mehr gibt, wo nicht über Flüchtlinge berichtet wird. Und zum anderen, wo man schön auf die Altparteien rumhackt, die Volksverräter, von wegen, wer hat uns verraten, die Demokraten und bla bla bla. Kam ich aber gleich nochmal zu. Ich habe nämlich euch mal auch 2 Artikel rausgesucht. Ich werde die jetzt nicht vorlesen, sondern da kann man auch Kommentare abgeben. Und da haben sich auch 2 Netzplanet-Mitglieder auch zu Zeiten gegeben. Und ja, das war schon, ja, weiß nicht. So, da wir ja gerade bei den unabhängigen Nachrichten sind, so ein NP-Mitglied, wobei ich nicht weiß, ob der auch wirklich da zu den Redakteuren gehört, nennt sich Seemann, ja, also schön, schreibt zu einem Bericht, wo es um Großbritannien geht, dass sie Flüchtlinge aufnehmen. In Deutschland werden in 800 Seelendörfern über 1000 Wirtschaftsflüchtlinge aufgenommen. Sind jetzt alle Engländer Rassisten? Oder fehlt denen einfach eine Hetzer- und Denunziantenpartei wie Linke, Grüne und SPD? Fragezeichen. Ja, das zeigt eigentlich schon sehr stark die rechte Gesinnung, wenn man solche Kommentare liest von einem NP-Mitglied. Und ich denke mal, NP-Mitglied kann eigentlich nur einer von den Redakteuren sein, weil wie soll man sonst Mitglied werden? Man kann die Leute nicht kontaktieren irgendwie oder so. Ja, weiß nicht. Man kann die Leute nicht mehr kontaktieren, wenn man irgendwie Werbung schalten will. Gibt es zwar Möglichkeiten, dass man da Werbung schalten kann, aber man kann die irgendwie deswegen nicht kontaktieren. Man kann nur draufklicken.
So. Was mir auch aufgefallen ist, und da kommen wir zu Punkt 3, NP scheinen wohl auch so Verschwörer zu sein. So ein paar Aluhutmäßig unterwegs. Was bei den Rechten aber auch manchmal nicht, also nicht wirklich so überraschend ist. Und zwar hat wieder ein NP-Mitglied geschrieben. Da geht es aber um Flüchtlinge und Asylanten, wie hier so schön geschrieben wird. Artikel ja noch nicht mal so alt ist, von Janina geschrieben. Wie auch immer Janina ist, auf jeden Fall ein Autor. Oh, da haben wir dann doch mal eine Kontaktmöglichkeit, oder zumindest mal zu gucken, wer das geschrieben hat. Janina ist auf jeden Fall schon mal einer von den Mitgliedern, aber ich habe ja ein anderes Mitglied, das nennt sich Harry, hat auf einen Kommentar geantwortet. Und wo wir gerade bei den Verschwörungen sind, da steht drin: Es gibt keine deutsche Regierung, nur eine BRD-Administration. Gleichheitszeichen, Treuhandverwaltung der Alliierten und seine Bediensteten handeln im Auftrag der US-Besatzer. Die False Flag of Strategy wird seit 70 Jahren erfolgreich eingesetzt, sonst würden nicht die Deutschen nicht an die Lüge einer deutschen Regierung glauben. Okay, ich glaube einmal nicht zu viel. Soll heißen, sonst würden die Deutschen nicht an die Lüge einer deutschen Regierung glauben. Ja, das ist schon wieder so verschwörerisch. Es gibt, besonders in rechten Kreisen ist ja so, dass die dann rumheulen vorweg, ah, Deutschland ist doch ein besetztes Land von den Amis, wir sind den Alliierten ausgeliefert und so ein Scheiß. Ja, ich habe da schon was ich gehört. Ja, gut, was die Souveränität von Deutschland geht, da bin ich auch noch so ein bisschen dran, mal nachzugucken, aber man findet ja nichts Gescheites im Internet. Da sind nur die Verschwörer, die das behaupten. Ja, und dem entgegen stehen dann hier diese Systemtreuen, die dann sagen, nein, Deutschland ist auf jeden Fall ganz souverän. Aber mir geht das auch schon zu denken, wenn einer wie Xavier Naidoo das sagt, dass Deutschland die Souveränität fehlt. Da haben die Leute ihn dann auch schief angeguckt, da hieß es immer, wir müssen mit dem mal ein Gespräch suchen. Also ist aber jetzt nicht Thema, sondern ich wollte das nur mal gesagt haben. Ja, das alles zeigt ja schon irgendwie, dass die ja schon ja, rechts angesiedelt sind. Wobei ich nicht weiß, wie weit die rechts verfestigt sind. Also, aber. Wenn man nicht ganz blöd ist, wenn man schon drauf kommt, dass das alles nicht so ganz koscher ist. Und da macht Punkt 4 eigentlich auch schon wieder nichts aus, weil MP betreibt auch noch Bilderklau. Für ihre Artikel oder wie man auch immer das nennen mag, klauen sie überall Bilder raus. Ich habe hier zum Beispiel hier bei den Artikeln, die ich vorhin genannt habe, mit den Flüchtlingen und Asylanten hier. Ja, da ist ein Bild, ist keine Quelle angegeben, steht nur auf Symbolbild. So, wenn ich jetzt, egal welchen Artikel, das Bild mal abspeichere auf dem Rechner und bei Google Images sagen wir mal, das Bild hochlade, um dann mal zu suchen. Ist schon interessant, weil Netzplanet kommt zwar auch vor, aber es kommen auch noch diverse andere Sachen vor. Und diese ganzen Qualitätsmedien, wie die Journalisten mittlerweile vorheulen. Und ja, die sind dazu verpflichtet, Quellen anzugeben. Hier so RP Online und was weiß ich nicht alles, wo ich das jetzt gefunden habe, oder 20minuten.ch. Bis 20min.ch heißen die. Ja. Und schätze mal, dass sich ja, Netzplanet von den ungeliebten Lügenmedien da doch irgendwo bedienen, weil dafür sind sie anscheinend dann doch gut. Geben keinen Autor an, geben keine Quelle an. Bei manchen Artikeln geben sie Quellen an. Hier ist jetzt gar keiner, wahrscheinlich, keine Ahnung, weil die Janine das nicht nötig hat, keine Ahnung. Aber bei manchen stehen dann die Quellen drauf, aber sie sind dann meistens auch die Links zu. Ja. Zu den ungeliebten Lügenmedien oder beispielsweise, wo jetzt von Link gefunden von Mimikaka, weil Mimikaka hat auch schon auf Netzplanet hingewiesen, dass die ja ein rechtes Medium sind, möchte man fast sagen. Aber es ist aber auch gar nicht so einfach, weil wenn ich jetzt nach Netzplanet im Netz gucke, also Wikipedia hat keinen Eintrag von denen, hat nie existiert. Ja, und ja. Muss man eigentlich auch selber mal einfach mal gucken, selber seinen Verstand bedienen. Und wenn man sich das mal anguckt und mal die ganzen Punkte da drauf sind, dann muss man eigentlich drauf kommen, dass Netzplanet mindestens ein rechtsradikales Medium ist. Wenn nicht sogar rechtsextrem, wie es Çaykaya ja schon festgestellt hat. Und ja, nichtsdestotrotz, manche Leute scheinen das nicht zu wissen. Netzplanet wird weiterhin auf Facebook rumgeteilt, da wo ich regelmäßig einen Anfall kriege. Und wenn ich die Leute mal darauf hinweise, ihr teilt mal kein Netzplanet, weil die sind so und so und so, und das mal erklären, da heißt nur, oh, das wusste ich ja gar nicht. Ja, ich nehme den Leuten das auch ab. Ich war nämlich selber so dumm, einen Netzplanet-Artikel auf Facebook zu teilen, bis mal mich jemand darauf angesprochen hat, hier, was ist das und so. Einer, der niederländischstämmig ist, hat mich mal darauf angewiesen, was ist los und ob ich jetzt rechts geworden wäre oder so. Meinst du, nee, wieso? Ja, da haben wir mal ein bisschen mal erklärt und weiß nicht was. Da hat sich das Ganze geklärt und meinte, das ist auch alles wieder in Ordnung. Ja,
Da bin ich aber, habe ich mal selber mal Recherchen angestellt, habe da auch gemerkt, ups, war ein bisschen dumm, das zu teilen. So, aber manche andere wissen das nicht und ich werde auch ein bisschen Aufklärung betreiben auf Facebook. Werde dir mal sagen, hier, Netzplanet, Applaus von der falschen Seite, also bitte nicht teilen und so. Wenn wer nicht weiß, wer hinter was mit Netzplanet auf sich hat und das teilt, okay, das kann passieren. Aber wer weiß, was NPD ist und es dann auch ja, deutlich teilt, also dann muss man auch dann in die Ecke verfrachten. Da scheint er nämlich auch wirklich so diese Gesinnung zu haben. Und das regt mich dann irgendwie auf. So, zum Schluss noch, wenn ich mir das Netzplaneten-Logo mal angucke, die Weltkugel mit NP, ich muss irgendwie immer an NPD denken. Geht nicht nur mir so, da waren auch noch zwei, drei andere Leute, wo ich das gelesen oder gehört habe. Und da ist natürlich die Frage, ist das natürlich gewollt von Netzplanet? Weil sieht das schon verdächtig aus. So, der Fond, das, also die Schriftart von MP, ist zwar jetzt nicht so identisch damit, aber ich weiß nicht, also die Gedanken sind frei, ne? Da kommt von, kann man vom einen zum anderen und ja, ich denke, vielleicht ist es auch ein bisschen gewollt. Vielleicht auch nur eine Anspielung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Leute, meidet NP, teilt keine Netzplanet-Artikel auf Facebook, auf Twitter und nix, bitte. Weil damit gibt ihr nämlich dann, macht ihr den Netzplanet nämlich groß und das ist scheiße. So, das war's, was ich mal sagen wollte. Ja, also fuck Netzplanet, ja. Es gibt noch genug unabhängige Medien, aber wo man natürlich auch ein bisschen gucken muss, hier wie Kopf Verlag oder ach, nicht Indie-Media, Gottes Will. Ich meine, PI-News und so. Muss natürlich alles mit Vorsicht genießen, weil so die Unabhängigen, die es ja so mit der Wahrheit haben, die verdrehen sogar manchmal ein bisschen was oder versuchen dann eine gewünschte Reaktion aus der Bevölkerung zu erzwingen. Netzplanet will halt natürlich Hetze betreiben, dass man gegen die Asylanten ist, gegen Multikulti, gegen die Politiker und so weiter und so fort, aber selber machen die es eigentlich auch nicht besser. Weil wer nur Hass sät, der wird dann irgendwann nur Sturm ernten oder noch größeren Hass und nee, das geht nicht. Also, das war's, was ich mal sagen wollte. Ich mache jetzt mal die Scheiße zu. Ich will das hier nicht sehen mit dem Planet. Ja, ich habe noch was anderes im Internet zu tun. Ich wollte euch mal darüber aufgeklärt haben. Was ihr daraus macht, ist natürlich eure Sache. Ja, und wie gesagt, unabhängige Medien zu den Zeiten des Internets und wo es diese Lügenpresse gibt, die sich als Qualitätsmedien ja so hervortun. Klar, unabhängige Medien sind natürlich wichtig, aber trotzdem, man muss die auch ein bisschen Vorsicht genießen. Ne? Weil diejenigen, die da Lügepresse schreien, und selber dann ja, Nachrichtenblock oder was auch immer haben und dann auch schon mal ein paar Sachen dann auslassen oder manches dann groß hervortun, aber natürlich auch, ne? Also muss man also ein bisschen mal hinter die Fassade gucken. Bei Netzplanet habe ich das gemacht. PI-News und so gucke ich mir auch nochmal an. Aber ich denke mal, das kann man schon eher mit gutem Gewissen lesen. Also man braucht ein bisschen Differenzierung, die ist bei NP nicht vorhanden. Das war's. Ich will das Video nicht zu lang machen. Ich wünsche euch was. Ja, habt einen schönen Tag und ich freue mich, wenn ihr auch bei Folge 79 dabei seid. Also, hasta luego. Bleibt sauber.